Ganz kurz zu Beginn, und zwar hat in dieser Aufnahme irgendein Profi-Let's Player vergessen, das Mikrofon runterzudrehen und gleichzeitig vergessen, den Begrenzer reinzuhauen. Das heißt, das Mikrofon übersteuert sehr häufig. Tut mir leid für das schlechtere Audio, nächste Aufnahme wird das besser. Ist ja nicht so, dass ich das schon 4 Jahre mache. Da kann das ja mal passieren, oder? Und damit herzlich willkommen in der Regionalbahn von Super City nach Super Obersupertal. Ich begrüße alle Zuschauer auf meinem Kanal zur nächsten Mitfahrt. Heute fahren wir von Super City nach Obersupertal. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt, denn ihr seid ja Fahrgäste. Und vielen Dank für die große Resonanz auf den ersten Folgen. Und meine erste Folge hat unter anderem jetzt schon über 1000 Aufrufe. Da nochmal vielen Dank. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Und auf Wunsch des Zuschauers Minecrafter XD fahren wir jetzt die Strecke von Hannover nach Obersupertal. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wie die Strecke so ist. Ich habe mir heute ein paar Aufgaben gestellt, was ich noch so vorhabe. Das machen wir aber, denke ich, nachher. Ich möchte nämlich zum Beispiel die Doppeltraktion jetzt endgültig mal abschaffen. Da habe ich vorher nicht dran gedacht. Und auch die andere Strecke weiterbauen. Aber jetzt muss ich erstmal den nächsten Bahnhof ankündigen. Das ist nämlich Hannover. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten den Hauptbahnhof von Hannover. Sie haben Anschluss an eine Regionalbahn nach Kohlenberg. Ich muss gerade überlegen, wie die Stadt da hinten heißt, aber da hinten haben wir ja gebaut erst. Das ist der Kohlenberg da hinten. Warum ist die noch auf 120 begrenzt, die Strecke? Ich dachte, ich hätte die mal auf 160 aufgebaut. Oder ich habe das halt gemacht, als was er noch nicht gespeichert hat. Die Sache ist nämlich die, das Spiel ist ja letztes Mal abgeschmiert, wie ihr mitgekriegt habt. Und da musste ich die Strecke hinten nochmal neu bauen von Kohlenberg nach weiß ich nicht, heißt die Stadt genau. Im Weißgebiet, der Stadt mit dem sinnlosesten Namen, weiß ich nicht. Dort die Strecke musste ich nochmal neu bauen. Hab die Brücken- und Tunneleinfahrt ein bisschen verändert, sonst ist es aber ungefähr gleich. Und ja, nachher werden wir uns auch darum kümmern. Jetzt fragt ihr euch bestimmt schon wieder um 5 Uhr morgens auf. Nein, so spät ist es nicht, aber ich kann trotzdem nicht reden. Das macht keinen Unterschied. Also die hat wirklich direkt Anschluss hier an die kleine Regionalbahn da. Habe ich jetzt auch einfach Regionalbahn hier genannt, weil das eine S-Bahn ist ja nicht wirklich. Das ist ja keine Stadtbahn, die hier nur die Stadt fährt, sondern verbindet ja so ein bisschen schon die Region. Wir begrüßen auch alle zugestiegenen Fahrgäste in der Regionalbahn von Super City über Hannover nach Obersupertal. Unsere nächste Station ist schon Obersupertal, damit auch unsere Endstation. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Sehr schön. Ah, komm. Wie gesagt, performant ist das Spiel trotzdem nicht, trotz der 1070. Also, performant geht, finde ich, aber es ist halt, manchmal leckt es noch ein bisschen rum. Aber jetzt leckt es eigentlich extrem rum, was ein bisschen schade ist. Aber gut. Hat manchmal seine Zicken. So. Dann schauen wir mal. Kommt da gleich ein Gegenzug? Nee, ne? Es geht noch. Eigentlich nicht. Ist hier eigentlich aber Straßenverkehr? Ja, ein bisschen schon. Ich müsste euch nachher mal die Straße zwischen Kohlenberg und weiß ich nicht angucken. Die ist befahren. Und hier, ach, hier sind gar keine Schranken. Dann. Bisschen riskant. Hättest du mal pfeifen müssen, die Lok. Ist doch so, dass die Loks eigentlich vor unbeschränkten Bahnübergängen pfeifen müssen. Also, müssen alle Eisenbahnen vor unbeschränkten Bahnübergängen pfeifen? Ist das in Deutschland Gesetz? Also, nicht vor allen. Also, vor Feldwegen nicht, aber so ab. Weiß nicht, wenn da. Vielleicht gibt es da irgendeine Regel, wenn da Privatverkehr drauf ist oder wenn es eine gewisse, ab einer gewissen Grenze. Aber dann ist wahrscheinlich auch in Deutschland das eine Regel, dass es dann beschrankt sein muss. Ich denke, das ist schon geregelt, wann ein Bahnübergang beschrankt ist. Vor allen Dingen in Deutschland, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das geregelt ist. Aber da kenne ich leider die Regel auch nicht. So gut kenne ich mich dann auch nicht aus. Wie gesagt, falls jemand so ein Wissen hat, einfach in die Kommentare. Und da kommt auch schon der Gegenzug, und ich kündige meinen letzten Bahnhof an. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten unsere Endstation Obersupertal. Wir wünschen Ihnen auch einen angenehmen Tag und sagen Tschüss. Ich hätte jetzt mich noch von dem Namen der gesamten DB mich verabschieden können, weil es ja auch wieder Deutsche Bahn hier noch ist. Ich sage noch, weil ich will ja eigentlich mehr Regionalbahn haben. Ich will jetzt hier nicht nur Deutsche Bahn rumfahren. Fast funny, fährt im Moment fast nur Deutsche Bahn rum. Aber ist ja auch in der Realität so. Früher waren deutlich mehr Strecken von der DB auch befahren. Mittlerweile steigen ja, zumindest bei uns in der Gegend, sehr viele Strecken werden auf Privatbahnen umgestellt.
Und das ist, ja, ich glaube, das hat finanzielle Vorteile, also für die Städte, weil die Städte dann nicht so viel Zuschuss geben müssen für die Privatbahn. Für die Deutsche Bahn muss dann immer noch, oder die Region muss dann noch, oder das Bundesland, bin mir nicht ganz sicher, muss dann noch Zuschuss geben. So, das war's mit unserer Mitfahrt mit der Regionalbahn von Supercity nach Obersuppertal. Ich werde das jetzt ab und zu mal am Anfang einbauen, öfters mal. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Strecke habt, wo ihr unbedingt mal mitfahren wollt. Das müssen nicht unbedingt Züge sein, das können auch Busse sein. Meinetwegen auch ein Güterverkehr, da kann ich ja schlecht Ankündigungen machen. Aber wenn ihr eine Strecke sehen wollt, wo wir mal mitfahren sollen, sagt Bescheid. Und bei neuen Strecken werde ich mir auch öfters mal mitfahren. Aber meistens dann eher an Anfang der Folgen, habe ich mir gedacht. Das ist immer ein ganz schöner Einstieg. Und wir sehen hier echt das Verkehrschaos von Supercity. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Irgendwas ist doch hier wieder faul. Irgendwer steckt doch hier schon wieder fest. Das Problem liegt wo? Wo ist es? Ein Punkt ist es meistens, wo das Problem liegt. Da, die kommen aus der Richtung, okay. Meistens ist es irgendeine Lok, die gekriegt steht oder so. Dann drehen wir die mal. Nee, die bringt nichts. Aber hier muss irgendwo das Problem liegen, glaube ich. So, hier vielleicht. Hier die mal drehen. So. Hier jetzt. Ah, sie ist es. Die blockierte den Verkehr. Bin mir ziemlich sicher, dass die das war, die da alles blockiert hat. Ja. Und jetzt müsste es gleich weitergehen. Und hier hinten blockiert auch irgendwas. Hier hinten stehen sie nämlich auch alle. Warum stehen sie denn hier hinten alle? Ach, hier blockiert die. Okay, das war. Das ist manchmal ein bisschen doof, dass die so beim Drehen so blockieren. Das liegt aber daran, dass hier so viel los ist. Ja, wir müssen in Supercity dringend nochmal für Verbesserungen sorgen. Wir müssen hier entweder. Ich weiß nicht, was wir da am besten machen können. Hier ist so viel. Ich glaube, so viel Verkehr ist es auch gar nicht. Hier hat sich noch jetzt alles angestaut. Aber guckt euch das mal an, bis wo die stehen, bis hier vorne. Ja. Kommt mal vor. Verkehrschaos. Übliches morgendliches Verkehrschaos in Supercity. So. Aber das bringt natürlich uns kein Geld. Beziehungsweise Minus, wenn wir da die ganze. Wenn unsere Trams die ganze Zeit stehen. Deswegen sollten wir ab und zu mal ein Auge drauf haben. Und jetzt endlich mal, denke ich auch mal dran, die Abschaffung der Doppeltraktion. Ja. Komm mal ins Depot mit dir. Muss jetzt eigentlich warten, bis alle Loks hier durchgefahren sind und ins Depot fahren. Und, warte, dieses Wunder natürlich. Obwohl, wir sind jetzt schon fast wieder am Datum vom letzten Mal, ne? Fast wieder, wo wir letztes Mal aufgehört haben an dem Datum. Sind wir jetzt schon wieder. Boah, die stehen bis hier. Krass. Fahren sie denn jetzt wieder oder geht jetzt immer noch nichts? Ich habe doch gerade so ein bisschen das Ganze befreit, oder? Na, hier stehen sie schon wieder wahrscheinlich, oder? Worauf wartet er denn jetzt zur Hölle? Will er auch wieder wenden oder was? Ja, komm, dann müssen wir ihn nochmal drehen. Dann lassen wir ihn nochmal wenden. Mal gucken, was passiert. Warum wenden die eigentlich an dieser Stelle? Das ist völliger Schwachsinn. Ich weiß nicht, wer das sich ausgedacht hat. Also hier ist irgendwas doof mal wieder. Hier stehen sie mal wieder. Wartet er jetzt? Nee, der fährt weiter. Sehr schön. Dann können die hier auch weiterfahren. Vielleicht geht es. Wo will er denn jetzt hin? Will er jetzt wenden wieder? Warum steht diese Bahn hier? Kann das jemand mir erklären? Das verstehe ich nämlich nicht, warum die da rumsteht. Aber jetzt lassen wir einfach mal. Schicken wir einfach mal alle und lassen die dann so ineinander. Stellen die einfach mal alle ineinander. Ich werde die auch wieder wenden. Die bleibt ja auch direkt wieder stehen. Ist das irgendwie ein Bug, weil die Strecke kaputt ist oder so? Weil die hier so komisch lang geht? Kann das sein? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht. So. Vielleicht, weil das sieht ja auch komisch aus. Guck mal, die Strecke fährt rein theoretisch Bürgersteig. Aber die Autos stört das ja auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Vielleicht auch, weil wir sie alle gewendet haben. Vielleicht ist das Problem. Und du stehst auch. Warum stehst du denn? Dann fahr doch weiter. Gut. So. Ja, jetzt müsste der Verkehr wieder ein bisschen befreit sein hier. Und er muss jetzt warten, bis er hier wenden kann oder was. Warum stehen die denn alle hier? Warum stehen denn alle hier dieser Bahnhof ist so wie kaputt? Also wenn das nicht geht, nehme ich den gleich einfach weg. Wenn der jetzt hier auch wieder stehen bleibt, ohne dass was passiert. Nee, Leute, tut mir leid. Er fährt jetzt weiter, okay? Nee, die fahren weiter. Okay, die fahren jetzt weiter. Gut. Ich nehme alles zurück, es geht. Warum wendet er? Jetzt haben sie, glaube ich, sind alle erstmal verwirrt, die ganzen Eisenbahnen. Die ganzen Trams, besser gesagt, sind ja keine Eisenbahnen, aber ich hoffe, dass es trotzdem gleich geht. Müssten die nicht weiterfahren hier? Supercity Außenring. Müssten die nicht hier hinfahren? Oder fahren die alle nicht mehr da hinten hin? Nee, die fahren alle tatsächlich nicht mehr da hinten hin. Was ist denn mit dieser.
Habe ich irgendwas gelöscht? Welche Linie fährt er denn, ja? Linie Super City Außenring. Tram Super City Außenring. Okay. Dann gucken wir uns mal die Linien an. Ja, das sorgt natürlich dafür, dass wir jetzt... Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen in der Zeit. Und jetzt ist da schon wieder die Folge vorbei. Ist ein bisschen doof. Naja. Müssen wir gleich eine Doppeltraktion abschaffen. Machen wir vielleicht erst in der nächsten Folge. Ich kann leider nicht keine 30, 40 Minuten Folgen anbieten. Das geht auf meiner Internetleitung nicht. Super City Außenring. Der müsste hier eigentlich weiterfahren, die Lok. Warum, oder die Trams. Warum fahren die denn hier nicht weiter? Habt ihr irgendein Problem mit der Strecke oder was? Ist hier irgendwo nicht... keine Strecke, nicht... keine Oberleitung, irgendein Quatsch. Eine Oberleitung braucht man ja bei Tram nicht unbedingt. Das merkt er ja nicht mal. Bei Trams. Ne, er fährt jetzt auch durch. Okay, fährt er auch Außenring? Naja, ist Tram 1. Die Tram 1 fährt hier durch. Aber der Außenring fährt nicht weiter. Na, wir werden es gleich sehen. Das ist auch Tram 1 noch, okay. Die wird ja hoffentlich auch weiterfahren. Das beobachten wir jetzt nochmal ganz kurz. Ich will nur wissen, ob die... Ja, die fährt auch weiter, okay. Schauen wir mal, welche Lok weiterfährt und welche hier anfängt zu wenden. Ja, ja, oh je, yeah. Wir haben 2010 jetzt so, ne? Boah. 2010, wir sind noch nicht mal bei den Fernverkehrsloks. Ja, das werde ich noch stundenlang sagen, aber wie gesagt, wir müssen erstmal ein bisschen Geld verdienen. Und das ist wieder eine lange Liste. Aber hier, das ist wieder Außenring. Die Außenring-Trams scheinen diesen, meinen Hauptbahnhof nicht mehr anzufahren. Warum? Das kann ich gar nicht verstehen. Die sind, der Außenring ist doch in der... hier in Super City Außenring ist doch die... Oder war das jetzt die falsche Linie? Nochmal Super City Außenring auswählen. Zack. Ein bisschen muss er laden. Vielleicht lohnt sich bald auch mal wirklich dieses... Also im Moment geht es noch mit den Linien, aber zum Beispiel bei Heisenberg zockt, ist ja immer so, dass er das hier oben offen hat, diese eine so eine Strecke, damit es schneller zum Laden geht. Vielleicht sollte ich das irgendwann auch mal machen. Aber... Nee, eigentlich müsste diese Bahn hier echt lang fahren. Eigentlich schon. Wir ändern mal die Farbe von dem Außenring. Die sind mir zu ähnlich. Ah, jetzt habe ich wieder drauf gedrückt auf die Linie. Aber ich brauche wirklich immer ein bisschen länger zum Laden. Aber ich finde, es geht noch. Ach, jetzt, ich hätte sogar drauf drücken müssen, weil hier kann ich die Farbe ändern. Dann nehmen wir hier mal ein schönes Gelb. Dann sehe ich nämlich, ob wir die Loks hier wirklich anfahren oder ob die Loks hier sich das weigern. Nee, die tatsächlich. Die Super City Außenring fahren den Hauptbahnhof nicht an. Dann heißt der wirklich nicht in der, im Fahrplan drin. Gut, dann ist das das Problem. Das haben wir nämlich die ganze Zeit gedacht. Jetzt haben wir wieder 5 Minuten damit verschwendet. Aber manchmal braucht man einfach ein bisschen. Manchmal ist das einfach so. Wie heißt die Straße? Jahnstraße. Okay, nach der Jahnstraße. Müsste eigentlich, das kommt, stimmt, ich habe das irgendwann mal gelöscht gehabt, ne? Und vor der Jahnstraße müsste eigentlich auch das kommen. Aber jetzt muss die Jahnstraße, wie kann man denn die gleich mal nach unten verschieben? Hm. Nein, ist da eigentlich andersrum. Okay, dann müssen wir die hier entfernen nach Obersuppertal und dann die Jahnstraße hinzufügen. Das geht ja so. Zack. Also, jo, so ist es gut. Jetzt fährt die der Außenring auch wieder da rein. Gut, dann ist das, glaube ich, das Verkehrschaos geregelt, weil das mal das Problem war, dass die Loks da wenden wollten oder so einen Quatsch machen wollten. Obwohl sie eigentlich zum Hauptbahnhof fahren sollten, was aber damit nicht eingestellt war. So, wir wollten uns um Doppeltraktion kümmern. Ich hatte, glaube ich, eine hier reingestellt sogar. Und wir sehen mal wieder, geldtechnisch ist nicht so geil. Ich hoffe, dass wir das geldtechnisch alles noch schaffen. Das wäre doof, wenn wir jetzt mal irgendwann pleite gehen. Aber wenn wir pleite gehen, dann schalte ich einfach das Geld aus. So einfach ist der Salat. Aber bis dahin, probier es jetzt. Ordentlich richtig zu spielen. So, du kannst gleich wieder auf der Linie. Weil du wirst jetzt hoffentlich ein bisschen mehr Gewinn abwerfen. Hm. Ja, ich glaube, wir machen das. Ich mache das auch mit dem, Trick mit links oben der Linie. Erzkohlezug, Super City, Dankeschön. Obwohl, das hat ja auf die Post überhaupt keinen Einfluss. Die Post brauchen auch mal ein bisschen. So, gucken wir uns nochmal. Ja, die haben wir ja eigentlich schon mal öfters gesehen, ne? Die DB Cargo hier. Ist das eine... Ist das keine... Ist das eine Ludmilla? Nein, das ist keine Ludmilla. Was ist denn das für eine? Puh, Eisenbahnwissen. Und ich auch nicht das Beste. So. Das ist jetzt ein einfacher. Ich guck gerade mal, wo die andere Doppeltraktion hier fährt. Da ist die Doppeltraktion. Du kannst bitte auch nochmal ins Depot, bitte. So.
So, dann werde ich nämlich auch noch mal ein bisschen was entfernen und mal gucken, vielleicht ist da die Strecke, ich hoffe, dass die Strecke dann ein bisschen rentabler ist. Mitmacht sie noch ein minus eine Million, aber ich glaube, es liegt wirklich daran, dass diese Doppeltraktion die ganze Zeit drin ist und diese zweite Lok einfach schön aussieht, aber nicht benötigt wird. Wie gesagt, wenn wir genug Geld haben, mache ich wieder Doppeltraktion. Ich liebe Doppeltraktion, aber wir müssen gerade echt aufs Geld achten und deswegen keine Doppeltraktion, so leid es mir tut. Was haben wir denn hier? Ach, die haben wir ja erneuert, ne? Genau, hier fährt er jetzt eine 100, ist das eine 143? Ne, ist das eine 103, ne? Ne, ich hab's gerade nur von der Seite gesehen. Ja, ist eine 103. Klar ist eine 103. Ja, natürlich ist eine 103. Wie gesagt, ich entschuldige mich, eigentlich müsste ich 103 erkennen, aber ich habe gerade einfach nur von der Seite so halb geguckt. Ach, da ist 143. Weil die habe ich nämlich auch. Oder 100, ne, 143 habe ich, glaube ich, rum. Die hat auch so ein Beige, habe ich die, glaube ich, auch. Ich glaube, es ist die 143. Vielleicht wechsle ich auch schon wieder. Mit dem Weihnachtswaggon, genau, mit dem Weihnachtswaggon hinten dran. Und da steht schon wieder der Regio Sprinter Express, was auch immer, der dann da, der Regio Express nicht wirklich, aber Regio Sprinter oder wie die heißen, Regionalbahn habe ich es ja vorhin genannt, der steht schon wieder bereit. Ach, hier ist noch die letzte V200, die es noch gibt auf der Strecke. Ja, ich erinnere mich. So, ich hoffe, das ist jetzt hier aber nicht, dass ich eine Doppeltraktion eingestellt habe, dass die ersetzt wird, da steht Doppeltraktion. Das wäre ein bisschen doof. Linienladen dauert wirklich ein bisschen. So. Ach, wird gar nicht ersetzt. Okay. Ja, das muss ich eventuell nochmal einstellen. Weil die V200 soll ja nicht ewig hier fahren. Die kostet doch so viel Geld. Obwohl sie schön ist. Obwohl, ich glaube, ich weiß nicht, ob es so viel Minus macht. Ich glaube, ich lasse die V200 einfach wegen der Abwechslung auch hier noch fahren. So. Aber die Strecke ist auch ganz gut befahren. Aber nichts gegen die Strecke da hinten. Die ist echt, die ist auch vor allem nur so schmal. Deswegen, wenn wir die Loks da nachher... schaffen wir noch die Eisenbahn zu kaufen in dieser Folge? Wahrscheinlich schon, ja. Ich wollte eigentlich die hinten die Strecke noch schön machen, aber ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge machen, denn wir haben schon wieder 17 Minuten und wie gesagt, ich kann nicht so lange Folgen machen, ich habe eine crappy Leitung. Alle YouTuber, die mit mir zusammengearbeitet haben, können davon ein Lied singen. Wie gesagt, da könnt ihr gerne Cheater, Francesco, beziehungsweise heißt der Seidensprinter. Ich bin auch so ein Typ Seidenspinner, der Kanal von ihm. Oder auch alle anderen Fragen, mit denen ich heute was zusammen gemacht habe. Meine Internetleitung ist crappy. Und ich würde sagen, dann gucken wir uns nochmal. Dann kaufen wir in der nächsten Folge die Züge hier. Ich hatte gedacht, dass wir in der nächsten Folge diese Lok hier zeigen, aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt. Ich mache jetzt die Folge aus. Ich zeige nochmal den Zug. Und dann machen wir das nächste Mal wahrscheinlich andersrum. Das war in der nächsten. Oder wir fahren nächstes Mal eine andere Strecke mit. Ich schau mal, wie ich es mache. Wir gucken mal hier. Was ist das hier für einer? Das sieht auch nett aus. Mit dem Zug sagen wir Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Sagen wir Tschüss. Ich sage Tschüss. Ciao. The